125 Jahre nach der ersten Bankgründung durch Josef Dasser in Welschellen bestehen in Südtirol mittlerweile 47 Raiffeisenkassen, 196 Geschäftsstellen und 59.000 Mitglieder. Unterm Giebelzeichen haben 5 Generationen das Genossenschaftsmodell bei der Kreditvergabe vorangetrieben und weiterentwickelt. Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat vor 150 Jahren in Deutschland die erste gegründet. Vor 125 Jahren wurde von Südtirolern und unter der Führung von Pfarrer Dasser die erste Raiffeisenkasse in Südtirol gegründet. Die Zeiten haben sich verändert, die Umstände sind schwieriger geworden. Am Tag des Jubiläums geht der Blick auch auf die Bankenkrise, die seit 2008 das Kreditwesen weltweit in Frage gestellt hat. Mit Werten wie Vorsorge, Fürsorge und vor allem Selbsthilfe für seine Mitglieder sind die Raiffeisenkassen in ihrer Tradition einen anderen Weg gegangen. Raiffeisenkassen sind betriebswirtschaftlich, müssen arbeiten wie Banken, also müssen auch eine positive Bilanz machen, das ist klar. Aber ihr Ziel ist nicht Gewinnmaximierung, wir schütten keine Dividenden aus. Gemeinsam mit der Raiffeisen Landesbank Südtirol stellen die Kassen mit 47% bei den vergebenen Krediten fast die Hälfte der Markenanteile in Südtirol. Das heißt mehr als 21.600 Millionen Euro Kundengeschäftsvolumen und ein bilanziertes Eigenkapital von 2.123 Millionen Euro. Ich denke, in erster Linie stehen wir deshalb gut da, dass wir unser Kerngeschäft nie aus den Augen verloren haben. Unser Kerngeschäft besteht darin, dass wir Einlagen sammeln und diese Einlagen dann in Form von Krediten an die Wirtschaft und an die privaten Haushalte weiterreichen. Genossenschaftsbanken haben besonders durch die Finanzkrise international an Renommee gewonnen. In der letzten Woche kürte der Spiegel die Genossenschaftsbank als eines von 3 Modellen, das sich langfristig durchsetzen wird. Gerade für unsere kleinteilig strukturierte Wirtschaft ist das Genossenschaftswesen ideal. Was eine Hand allein nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam. Es ist ja das Prinzip der Gegenseitigkeit. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass wir auf die Bedürfnisse vor Ort schauen, dass wir auch die kleinen Wirtschaftskreisläufe fördern bei uns, und das täte auch in Entwicklungsländern besonders gut. Das Jubiläum ist ein Blick zurück und einer voraus. Mit den 125 Jahren bewährten Prinzipien sehen sich die Raiffeisen Genossenschaftsbanken gestärkt, auch in wirtschaftlich massiv schweren Zeiten ihren Weg weiterzugehen.